Hallo, willkommen zu diesem Video. So, es ist mal wieder Mittwoch und heute war es wieder soweit, es kam ein neues Raumschiff raus. So, diesmal Ausgabe 103 und zwar ein, wenn ich mich recht daran erinnere, an die letzte Ausgabe, Vidianisches Kriegsschiff. So, das ist das ganze Teil. Gut, packen wir es mal aus, würde ich sagen. So, das ist das Ganze. So, ich habe jetzt erstmal die Kamera ein bisschen in Position gestellt. So, jetzt packen wir das ganze Spielzeug hier mal aus. So, irgendwo hatte ich jetzt hier noch eine Schere rumliegen. Moment. So, hier ist sie. So, das ist das Ganze. Wir haben erstmal wieder nur die Zeitschrift. So, ein vidianisches Kriegsschiff. Also, dieses Volk tauchte auf in der Serie Star Trek Voyager, die jetzt im Übrigen auch wieder auf Tele5 wiederholt wird, zum tausendsten Mal gefühlt. Ich weiß nicht, wie oft sie die Serie noch bringen wollen, aber irgendwie wird es allmählich langsam langweilig. Nicht, dass die Serie schlecht ist, aber es verliert an Biss, wenn man das Ganze etwa schon sechsmal gesehen hat. Und im Wesentlichen, die wechseln sich ja nun mittlerweile wirklich ab zwischen Deep Space Nine, Raumschiff Enterprise, The Next Generation oder Voyager. Gut, das ist das Ganze wieder. So, hier haben wir wieder ein paar technische Daten, so wie immer. Vidianisches Kriegsschiff, gebaut im Jahr 2370. Okay, gut. Warp 9,6 kann das Ganze sogar erreichen. Finde ich jetzt relativ interessant. So. Ich glaube, in der Serie wurde das nie geklärt, wie groß oder wie schnell dieses Schiff überhaupt ist. So, hier haben wir einen von diesem Volk. Dieses Volk, die Vidianer, werden ja von einer Fresszelle im Endeffekt zerstört, oder im Endeffekt ist es so, jeder, der sich mit dieser Zelle infiziert, braucht ständig neue Organe. Und aus dem Grund sammeln die ja Organe von sämtlichen Lebensformen, also auch von der Voyager-Crew im Wesentlichen. Was mir jetzt gerade ein bisschen auf den Keks geht, ist die Beleuchtung hier, weil das Ganze blendet. So, hier haben wir nochmal jemanden. Das war eine Vidianerin, die wieder versucht wurde oder wo man eben versucht hatte, sie zu heilen. So, und das sind jetzt alles Ausschnitte aus Voyager. Eben wie gesagt, verschiedenste Ausschnitte, wo eben die Vidianer versucht haben, die Voyager zu, ja, übernehmen, sage ich jetzt einfach mal auf gut Deutsch. So, das sind jetzt hier einzelne Ausschnitte, einzelne Fotos davon. Oh, was haben wir denn hier Feines? Oh, gibt es das als Sonderausgabe für 30,99 Euro? Den Orbitalstützpunkt. An sich finde ich das Ding gar nicht mal so schlecht. Man kann es bestellen. Aber ich wüsste jetzt persönlich nicht, wohin damit. Mal überlegen, ob ich mir den bestelle. So sieht er gar nicht mal schlecht aus. So, hier haben wir nochmal einen Vidianer. Also wie gesagt, jeder, der die Episoden oder die Serie Voyager verfolgt, wird merken, irgendwann kommen diese Episoden jetzt auch alle. Nach und nach, weil wenn die Serie jetzt wieder angefangen hat. Wir waren heute erstmal beim Pilotfilm Der Beschützer. Oder der Fürsorger, wie es hieß. Das bedeutet im Endeffekt
Irgendwann gibt es diese Episoden auch wieder zu sehen. Oh, hier haben wir einen Hirogen. Okay. Gut, hier haben wir mal was aus der Serie Deep Space Nine. Das sind ein paar Jem'Hadar. Das ist jemand aus der Serie Enterprise mit Captain Archer. Also hier haben wir nochmal dieses schöne Schiff abgebildet. So, und was haben wir denn hier nächstes Mal? Nächstes Mal haben wir USS was? Jenalan. Okay. Gut, sagt mir jetzt als Name erstmal nichts. Bin ich schon mal gespannt. So, das wäre jetzt die Zeitschrift gewesen. Kommen wir jetzt erstmal zum Raumschiff. So, das ist dieses vidianische Kriegsschiff oder Schlachtschiff. Kriegsschiff. So. Sieht eigentlich an sich, muss ich sagen, relativ simpel aus. Also ich meine, die Leute, die da diese Schiffe entworfen haben für Star Trek, weiß ich nicht, was die sich irgendwie gedacht haben, ob sie nach irgendeinem System mal vorgegangen sind. Man könnte es jetzt eigentlich als sonst was halten. Also ich meine, wenn man sowas jetzt am Himmel sehen würde, würde man denken hier, oh gut, cooles Versuchsflugzeug, dass es ein Raumschiff ist, käme man wahrscheinlich nicht drauf. So, finde ich aber so erstmal trotzdem relativ spektakulär, das Ganze. So. Hier rum muss das Ganze jetzt wieder in die Verpackung. So rum muss es in die Verpackung, oder? Dort rum. Genau. So rum muss es wieder rein. Kommen wir aber noch mal zu dem netten Zettel. So, wo ist er denn? Hier ist er. Sieht so erstmal gar nicht mal schlecht aus. Dieser sogenannte Orbitalstützpunkt war ja erste Mal zu sehen in in dem Film Star Trek 3 auf der Suche nach Mr. Spock. Das war, wo die Enterprise-Crew mit der fast zerstörten Enterprise heimgekommen ist. Da hat man ja erst mal diesen Orbitalstützpunkt gesehen und im Endeffekt, dann haben sie ja die Enterprise wieder geklaut und sind aus dem Stützpunkt wieder rückwärts rausgeflogen. Raumdock der Erde, das ist eigentlich gar nicht mal schlecht. Also wie gesagt, ich überlege wirklich, ob ich mir das Ding bestelle, obwohl ich jetzt noch gar nicht weiß, wohin damit. Aber als Kind wollte ich sowas schon immer mal haben, wo ich, seitdem ich das Ding erste Mal gesehen habe. So, das Modell ist 200 mm lang und 140 mm breit. Ja, könnte man mal drüber nachdenken. Okay. Das war es jetzt erstmal mit dieser Ausgabe von Star Trek, Ausgabe 103. Also, ich habe jetzt mal versucht rückzurechnen, wie lange ich diese Sachen hier schon sammle. Alle 2 Wochen kommt eine Zeitschrift raus. So. Das heißt also, zweimal im Monat kommt die Zeitschrift raus. Wir haben 12 Monate, haben 24 Zeitschriften im Jahr und sind jetzt schon bei Ausgabe 103. Also kann man sich in etwa ausrechnen, wie lange diese Serie hier schon erscheint. Also ich bin mal wirklich mal gespannt, was das letzte Schiff sein wird, weil wenn sie alle Schiffe von Star Trek, von jeder Serie bringen, dann dürften es hier noch einige, ja, 100 sein. Würde ich jetzt eigentlich so mal schätzen. Okay, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Kommentar da, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und man sieht sich dann beim nächsten Video. Okay.